Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Das gehört nicht dazu, habe ich gerade gesehen. Wir waren heute bei 3 verschiedenen Läden einkaufen. Kaufland regulär, weil heute Samstag ist und wir bei Samstag mit Mutti zu Kaufland fahren. Und bei Lidl wollten wir hauptsächlich Brot kaufen. Brot, Toast, Brot und Weintrauben. Und bei Aldi sind wir gefahren, weil es kein Brokkoli in Lidl gab. Ja, eigentlich gab es den ja bei Kaufland nicht. Ach so, ja. Und dann wollten wir den bei Lidl mitnehmen, weil wir zu Lidl gefahren sind. Und dann gab es den bei Lidl auch nicht. Und dann mussten wir notgedrungen noch zu Aldi fahren. Und wie es halt so ist, wenn man jetzt irgendwo ist, dann findet man dann das noch im Angebot und das noch im Angebot. Und so wird aus, wir kaufen nur mal schnell Brokkoli. Weiß gar nicht, was haben wir bei Aldi bezahlt? Oh, weiß ich auch nicht, 20 Euro? War das doch so viel? Na doch, könnte hinkommen. 5 Euro. Wollen wir gleich bei Aldi anfangen? Ja, fangen wir bei Aldi an. Also den besagten Brokkoli haben wir gekriegt. Ich glaube, der hat 1,29 gekostet. Ja, der letzte. Dann zeige ich gleich mal hier noch was ich mir ausgesucht habe. Und zwar Maiskölbchen in Süß-Sauersoße. Ich habe die früher immer so gern gegessen und dann standen die da bei der Kasse und die Kassiererin hat sich, glaube ich, selber gerade noch was gekauft. Süßigkeiten. Und dann habe ich die gesehen und dachte, jetzt habe ich Lust drauf. Es gab Müllermilch im Angebot für 49 Cent. Davon haben wir 5 Stück mitgenommen. Schoko. Dann habe ich hier gesehen, dass es reduziert so eine Getränkehauben aus Silikon gibt für den Sommer. Fand ich ganz cool. Da passt halt so der Strohhalm durch und dann können da halt keine Viecher reinfliegen. Das hätte sonst 3 Euro gekostet. Also für 3 Euro hätte ich es nicht gekauft. Nee. Aber 2 Stück für 1 Euro. Ich glaube, die hat man sogar schon mal in der Hand gehabt. Irgendwann, ist ganz cool. Wo die mal in der Werbung war oder so. Und dann haben wir noch gesagt, ah, nee. Ist auf jeden Fall cool. Und dann haben wir für 49 Cent so ein Set mit Schleifchen. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil hier sind halt überall schon Klebchen dran. Und ja, fand ich ganz schön. Sind verschiedene Farben. Finde ich ganz schick für so ein Geschenk oder so zum oben draufkleben. Ja, ist halt schön, da muss man nicht so ein Band unbedingt drum machen. Ja. Vor allem kann man die Dinger auch wiederverwenden, wenn man sie wieder abmacht. Dann kann man sie dann theoretisch entweder mit Heißkleber oder mit nochmal doppelseitigem Klebeband wieder auf ein neues Geschenk draufkleben. Das machen wir eigentlich immer. Ja, wir schmeißen ja nicht mal Geschenkpapier weg. Eigentlich wollten wir nächste Woche zu Aldi, weil da irgendwas im Angebot war. Auf jeden Fall waren da auch diese Masken im Angebot, die wahrscheinlich nicht zum medizinischen Gebrauch sind. Ja. Auf jeden Fall hatte ich die gesehen, dass es da mehrere Farben gibt und das sind jetzt 10 Stück, wa? 10? Ja. Für 1,49 Euro. Und ich fand die schön, weil die eben, die gibt es in rosa, in grün, in blau. Und ich habe mir jetzt graue mitgenommen, weil ich habe noch niemanden gesehen, der so gräuliche Masken hat. Und es sind sogar wirklich medizinische Schutzmasken. Habe ich gerade auf Chinesisch hier übersetzt, aber es ist halt, in Deutsch steht es auch drauf. Und dann haben wir noch was Cooles entdeckt, weil ich habe die gesehen und habe zu Robert gesagt, ich könnte ja mal wieder puzzeln. Ja. Und puzzeln ist eigentlich auch eine coole Beschäftigung. Und da habe ich mir das hier aussuchen dürfen. Ja. Und ich habe heute bei Animal Crossing ein Gemälde gekauft, auch die Mona Lisa. Und ich fand das ganz schick und ich freue mich drauf. Das sind 1000 Teile für 4,99. Das ist hergestellt in Italien. Ist die Mona Lisa nicht auch in Italien gemalt? Oder ist die in Frankreich gemalt? Von Leonardo da Vinci. Ist die Frage. Da Vinci ist doch. Schreibt es in die Kommentare. Genau, klärt uns auf. Nicht, dass jemand sagt, boah, Sarah, du bist so blond. Italien oder Frankreich. Vielleicht ganz woanders. Deutschland. Ja. Komm mit zu Kaufland. Hier, zeig, was du gekauft hast. Riffelpommes aus der Mikrowelle für die Mikrowelle. Wenn sie fertig sind nach 4 Minuten, kommen sie aus der Mikrowelle. Jetzt kommen sie erstmal ins Gefrierfach für 99 Cent. Ich esse sie ganz gerne. Und? Was hat sich mein Schatz ausgesucht? Mango. Ich mag nämlich Mango gern. Von Seeberger. Mangostreifen. Wir haben 4 Packungen mitgenommen, denn die waren günstig über die Kaufland-App. Haben sie gekostet 1,69 Euro. Genau, also waren relativ günstig und ich mag die. Ich esse sie gern. Dann haben wir wieder Himbeeren mitgenommen. Wir nehmen jetzt übrigens immer die vom Kaufland, weil hier kosten 300 Gramm 2,03 Euro. Und sonst kosten 500 Gramm 3,49 Euro. Dann kommen wir hier ein bisschen günstiger. Ich hoffe, wir haben uns nicht verrechnet. Oh, hast du zugehalten? Und dann habe ich mir nochmal Heidelbeeren ausgesucht, weil
Ich hatte ja eine Zeit lang immer Heidelbeeren und Himbeeren, dann hatte ich keine Lust mehr auf Heidelbeeren, jetzt hatte ich doch Lust darauf. Genau. Das haben wir mitgenommen. Und warst du schon bei Kaufland? Ja, nur Obst und Gemüse haben wir gesagt. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu Lidl. Und bei Lidl erstmal hier die Klassiker wieder für mich. Die esse ich ja so gern, die Dinkeltoasties. Dann die besagten Weintrauben, kernlose helle Weintrauben. Eine Avocado kam mit. Die hat Mutti ausgesucht. Ja, Mutti. Die soll nicht im Kühlschrank. Nee, sehr gut. Die Mutti findet immer die besten irgendwie. Dann hatte ich ja den Tag für Robert so ein Sahnehähnchen gemacht. Mit Nudeln aus dem Backofen. Und das fand er ganz gut. Dann habe ich gesagt, machen wir nochmal. Und jetzt haben wir hier so reduziert Putenfilets gekriegt für 1,74, 400 Gramm. Und da kommt Pesto drauf. Vielen Dank nochmal, Alexandra. Ja, das da Pesto. Dein Pesto drauf. Das Grüne. Und was wollte ich noch dazu sagen? Ach so, wenn ihr das Food Diary von Robert noch nicht gesehen habt und euch das interessiert, zum Beispiel jetzt, wie das Essen da aussieht oder wenn ihr wissen wollt, was Robert isst, könnt ihr euch das ja gerne mal anschauen. Das kann ich euch verlinken. Vielleicht denke ich dran, vielleicht ist es eine Endcard. Dann besagte andere Sache. Toastbrot. Ich finde das Lidl-Toastbrot finde ich irgendwie am besten, weil ich das kann mal essen, bis es wirklich alle ist. Ich habe festgestellt, bei Netto, bei Kaufland oder was auch immer, ich finde das Toastbrot alleine schon, wenn man die Packung neu aufmacht, das ist irgendwie trocken. Das ist einfach irgendwie so, dadurch, dass ich das nicht immer toaste, sondern einfach wirklich manchmal so aus der Packung esse. Und er hat es nicht im Kühlschrank. Dann ist das halt, ich finde das Lidl, finde ich halt am besten. Mag ich sehr. Leute, warte, zeig mir mal das Toastbrot. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch aus der Zeit stammt, wo der Kanten beim Toastbrot drin war. Der ist nicht mehr drin. Also, ich glaube, es gibt noch diese großen Weißbrote, wo er drin ist, aber in diesem regulär geschnittenen, weil ich kann mich daran erinnern, als ich so, keine Ahnung, um die 12 war oder so, ich habe immer diesen Kanten nicht essen wollen. Und hier haben wir gar nicht Mutti gegeben, wa? Nee, müssen wir morgen noch machen. Wir haben einen Meistersorten? Ja. Irgendein Saatenbrot mitgenommen. Ja, es ist auf jeden Fall, ist Mohn. Gut. Und alles mögliche. Habe ich schon mal gegessen, also ich mag das. Also ich mag das auch. Für 1,49. Ja, weil es unser reguläres Wochenbrot nicht gab. Und dann habe ich gesehen, im Angebot gab es wieder diese Dinkelchen. Die habe ich euch schon mal gezeigt, wenn ihr die noch nicht kennt und so Zimt mögt, kann ich euch die super empfehlen. Die sind richtig lecker. Ich glaube für 79 Cent oder 89. Dann hat mein Schatz was gratis gehabt in der App ab 10 Euro. Ein Mozzarella. Wir hatten erst Angst gehabt, dass wir nicht auf 10 Euro kommen und wir das alles zusammen kaufen müssen irgendwie. Ja, deswegen hatte ich die Toasties übrigens zweimal mitgenommen. Wir waren dann bei, mit allem summa summarum, können wir schon sagen, bei glatt 40 Euro gewesen. Ich muss mal schnell. Oh, ich glaube, Mali macht gerade den Weihnachtsbaum. Nee? Okay, auf jeden Fall gab es hier so einen LED-Leuchtstern. Wir haben uns nämlich noch einen gekauft. Wir wollten nämlich noch einen für draußen haben. Der hat, glaube ich, 12,99 gekostet. Ja. Und der ist schön. Der hat sogar eine Timer-Funktion. Ja. Und wie gesagt, den kann man halt rausmachen. Also es kann regnen und kalt sein und was auch immer. Und 10 Meter Kabel. Ja. Und müssen wir mal gucken, welche Steckdose da bekommt. Finden wir schon eine. Aber auf jeden Fall finden wir den richtig schön. Und stoppt mal das Video, nachdem ihr meine Frage gehört habt und schreibt in die Kommentare, was hat sich Robert gekauft? Wir haben was gefunden. Was hat sich Robert gekauft? Hat wieder ein bisschen Geld gekostet, aber ich konnte nicht widerstehen, als ich das gesehen habe. Weil wir haben es nämlich vorher im Kaufland gesehen. Da habe ich auch schon gesagt, ach schade, wir haben es nämlich ohne so gekauft und dann habe ich immer was im Lidl gesehen. Ohne Umverpackung. Genau, und dann haben wir es im Lidl gesehen in einer anderen Farbe. Und viel günstiger. Zwar gab es diesen Rum. Also ist jetzt auch wieder Rum, es ist ein Glas mit drin und ich finde das halt einfach in dieser Verpackung wahnsinnig toll, wahnsinnig cool. Und irgendwie habe ich jetzt dieses Jahr angefangen Rum zu sammeln. Rum.
Jedenfalls habe ich rumgesammelt und das ist jetzt schon eine von, wie viele Flaschen werden denn das sein? Nee, wir haben nicht dieses Jahr, wir haben letztes Jahr schon angefangen rumzusammeln. Da kam die erste Flasche. Den dann Papa rum. Eigentlich ist Sarah, also eigentlich ist Sarah schuld. Stimmt, die hat uns das kleine Fläschchen gegeben. Genau, und das hat dir so gut geschmeckt, dieser Vanille-Rum, Don Papa rum. Und deswegen hatte ich ihm nämlich die erste Flasche Don Papa geschenkt. Genau, dann gab es die Gläser zu Weihnachten letztes Jahr dazu. Die stehen jetzt bei mir auf der Schrankwand auf einem Teller und dieses Jahr haben wir jetzt nochmal, also dieses Jahr, ich glaube innerhalb der letzten zwei Monate, vier reicht glaube ich gar nicht, fünf, sechs, sieben Flaschen, es sind ein paar Flaschen Rum dazu gekommen. Wobei die, wie gesagt, alle nicht zum Trinken sind. Weil er nicht mit mir rummachen wollte. Wir trinken ja nicht eigentlich jetzt Alkohol großartig. Der Witz ist ja, die lassen wir halt, die bleiben halt stehen, weil sie einfach schick aussehen. Die können rumstehen. Genau, Rum kann rumstehen. Das war der Horror, hat doch jemand geschrieben letztens. Ja. Oder? Ja, das ändert sich vom Keller. Genau. Das war's. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, bei welchen der, es sind ja keine Supermärkte, bei welchen der Einkaufs-, der Lebensmittelläden ihr bevorzugt einkaufen wird. Also, wenn wir uns entscheiden müssen, ist es, glaube ich, Lidl. Ja, ich mag Lidl. Oh, jetzt ist der Weihnachtsbaum dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.